MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja. Was? Alter, ja. Wenn das so weitergeht, können wir auf 30 oder 20 runtergehen. Ihr könnt einfach stehen bleiben. Ja, okay. Ja, die KI hat sich da jetzt ewig irgendwie aufgehangen gerade. Ja. Keine Ahnung, was sie hatten. Na, gucken wir mal, dass wir uns hier vorne irgendwo hinstellen. Aber als Benny dann weg war, haben sie sich auf einmal gefangen. Keine ich habe keine Ahnung, was das was ich glaube, da ich glaube einfach, weil der Rote dann rückwärts fahren konnte und dann haben die sich irgendwie da enthedert. Ja, keine Ahnung. Aber der Rote hat auch irgendwie eine Hitbox von... Ja, Nico, ihr fahrt auch noch, ne? 3 Kilometer gehabt. Okay, da vorne, wenn wir über die Brücke sind, da können wir uns dann hinstellen. Wir können ja auf der Brücke stehen, ne? Aber ich muss ja sagen, ich finde Marios Erkenntnis erstaunlich, dass man, wenn man langsamer um die Kurven fährt, besser rumkommt. Ja. Das hier ist toll gemacht. Oh. Ja, wenn man die mit 90 durchhält, kriegt man da auch nicht so viel von mit. Da kommt ein Zug von hinten. Weg, Tron. Ja. Sehr gut. Kommt mir nicht auf die Anlage. Wobei, doch schon. Es gibt ein paar, die haben eine gute Lackierung. Eine schöne Lackierung und alles, die werde ich mir dann doch irgendwann mal antun müssen. Kann man so schön mit 40 so lang huschen, das ist... Ja, man sieht ja, was von der Landschaft. Der Himmel sieht aber gerade echt nice aus. Mhm. Ach, guck mal hier links, die Kirche und das Dorf. Weil wenn man hier so über die... Vor allem, wenn man hier so über die Brücke fährt. Ach, da überholt mich gerade ein Zug, das ist ja nice. Oh, da kommt noch ein Zug. Oh, das ist ja schön. Moment, wenn Nick jetzt einen Zug überholt und der... Da solltet ihr ja bald bei uns sein. Tschüss zu. Ja, vielen Dank fürs Licht machen. Wo bist du? Ja, wird doch dunkel draußen. Ich sehe dich da vorne, vor dem Bus. Ja, okay. Bin hinter dem LKW dahinter. Ja, ihr könnt Gas geben da vorne. Geh mal hoch auf 70, das reicht. Ja, die KI fährt hier sowieso auch nur 70. Ja, weil nicht mehr erlaubt sind. Das könnte eventuell daran liegen. Ich habe mal eine Frage, warum fahrt ihr über 2 Spuren? Tun wir gar nicht. Weil... Warum? Links abbiegen. Dachte sich der Bus, ich bremse mal, oder was? Nee, der LKW. Achso. Weil, doch, davor fährt der Bus. So. Können die bitte geradeaus fahren da vorne? Der Bus fährt geradeaus. Ja, der LKW auch. Ja, wieder 70. Aber interessant, wenn ich Fernlicht anmache, die KI, gibt keine Lichthupe mehr, weil sie sich geblendet fühlt. Komisch. Das haben sie ja früher gemacht. Es blendet so sehr, die finden den Schalter nicht mehr. Oh, hier fliegen aber häufig sehr... häufig die Leute irgendwie ab demnächst wieder links abbiegen. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt rausziehst, dann...
Hättest du aber da rechts in der Wand einrasten dürfen. Biege nach links ab. Mit deinem Führerhaus. Voll der aggressive Fahrer. Ja, naja. Ja. 50 Kilometer, ja. Das ohne schwerwiegende Katastrophen ist ja Wahnsinn. Übrigens, ich möchte anmerken, wir brauchen keine 3 Stunden, sondern nur 2 Stunden 45 vielleicht oder so. Aber dafür fast unfallfrei. Stimmt, jetzt ja. Hast du es gesagt. Ja? Jetzt hast du es gesagt. Mautstation kommt ohne mehr. Jetzt passiert hier bestimmt ganz viel noch. Hier kommt die Maut. Hier kommt die Maut. Wir können ja Mario mal die Mitte nehmen. Die Mitte nehmen bei der zweispurigen Straße. Das passt. Löwenzahn. Heute Maut. Ich nehme Mayo zwischen Baum und mir. Ah. Ja. Nicht so viel überschwängliche Begeisterung, ja. Aber hieß es nicht vorhin, wir fahren 70? Ich fahre 70. Steht bei mir oben. Warum fahre ich dann 90 und komme fast gar nicht hinterher? Weiß ich nicht. Husch. Aber ich sehe dich schon. Ja, aber ich bin trotzdem nicht wirklich an euch rangekommen. 70, 69, Frank. Oh, ich glaube, da vorne kommt schon Warchawa. Nee, Radu. Das würde mich auch wundern, bei über 100 Kilometern noch. Ist halt sehr groß. Ja. Nische nach links ab. Wird schon nichts kommen. Bis jetzt hatte ich mal Glück. Ja, Glück. Du musst es merken, wenn ihr was entgegenkommt. Denke ich. Vor allen Dingen Geisterfahrer sind sehr entgegenkommend. Mhm. Ja. Oh ja, da kommt jetzt ein bisschen viel entgegen, tatsächlich. Hoffentlich kein Geister. Ja, Sicherheitsabstand gibt's bei denen wieder mal nicht. Überbewertet. Ja. Wenn einer bremst, bremsen die anderen auch. Ja. Automatisch. Ja. Da hast du deinen Abstandsbremshalterautomaten. Abstandsbremshalteautomaten. Mhm. Mhm. Okay. Man muss doch sich was Kreatives einfallen lassen. Ja, auf der Autobahn können wir jetzt aber eigentlich auch wieder 90 fahren, oder? Hast du es eilig? Gut, fahren wir 90. Jetzt auf einmal fragst du mich, ob ich es eilig habe. Ich hab dich heute schon mal gefragt, ob du es eilig hast. Tempomat ja, dass du das fragst, ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ich weiß nicht, wie du das meinst. Guck mal, ich krepel hier sogar hinter Mayo hinterher. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass von nix so ein Spruch kommt, ja, hinterm Duff ist ja, kannst ja auch noch krepeln. Ich fahre ja auch da. Selber ein. Ja, trotzdem. Zumindest kommt man mit einem DAF gut durch die Maut. Naja. Jetzt aber nicht unbedingt das Argument des Todes für einen DAF. Macht nix. Ich weiß auch nicht, worauf er jetzt anspielen will.
Ich bin gerade einfach nur am überlegen, wenn ich nicht selber darf. Ja, deswegen. Echt? Deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, worauf er anspielen will. Fährst du auch wieder DAF? Ich fahre die ganze Zeit schon DAF. Warum habt ihr den eigentlich alle so gefressen? Wegen den Kameras. Das ist voll praktisch mit den Kameras. Ich wollte halt einfach mal wieder Kamera fahren. Ich fahre sonst ja auch immer Scania. Achso, ja gut, du schon, ja. Das ist echt praktisch mit den Kameras. Ja, weil es halt einfach mehr ins Blickfeld reinrückt. Ja. Ja. Du hast aber halt auch das Problem, dass du dadurch einen riesen toten Winkel hast. Ja, gut, das ist. Ich habe aber die. Gut, kommt natürlich auf die Sitzeinstellung an, aber ich habe die normalen Spiegel auch die ganze Zeit im Blickfeld. Ja, aber sie sind halt weiter außen. Ja, hab ich jetzt. Ein Ticken, ja, aber. Oh, das sieht nach großer Stadt aus. Das könnte Warszawa sein. Ja. 21 Kilometer, ja. Immer geradeaus. Soll ich jetzt alle rückwärts einparken oder was? Ja, ich bremse mal auf 30 rum, bis wir da sind. Kalt Mayo eingepackt. Immer diese Vorurteile. Oh, diese Vorurteile wissen. Ich wollte gerade sagen, warum fährt denn da, was fährt denn da oben auf der Brücke für ein Auto? Oder das habe ich gesehen, das ist ein Flugzeug. Großraumbus. Ja. Ja, hier Setra Doppeldecker oder was? Ich geh mal auf 60. Oh, die Ampel ist rot. Jetzt wird sie grün. Ruckler sind jetzt aber ganz schlecht. Ja, habe ich auch gerade gehabt. Dann hatte die Nick wahrscheinlich deswegen. Nee. Das. Noch komisch. Kirschgrün. Wir haben bei Mercedes angefangen und hören bei Mercedes auf. Komisch. Ja. Aber keiner fährt ein. Ja. Umso, schade. Umso merkwürdiger. Nimm diese Ausfahrt. Und wir kamen, gibt's doch bestimmt. Ja, alles klar. Wäre eigentlich die dritte Ausfahrt gewesen, aber sie nimmt, sagt zweite Ausfahrt, weil es die einzige ist, die man nehmen kann. Das ist ja die zweite. Es ist ja die zweite, ist ja schon richtig. Ach ja, stimmt. Ja. Rechts? Hä? Ach so. Okay. Ja, keine Ahnung, was Mario gerade hat. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Rechts ein und dann rechts abbiegen. Ja, dann machen wir das so mal, was die Tante sagt. Der rote Transporter ragt aber ganz schön weit raus auf die Straße. Ja. Wenn dich da recht weit, zu weit rechts hältst, dann hat der ja keinen Kofferraum mehr. Oder einen kleineren, je nachdem. Wow, der Kollege da, der parkt da echt gut. Warum? Alle wieder mit Kreuzfahrtschiff unterwegs. Ja, das denke ich mir halt auch. Ist nur die Frage, welches, ne? Der steht äußerst ungünstig da. Da stehen zwei. Na, super. Was macht ihr denn da? Gucken, vor dass... Mario stehen zwei andere LKWs und an die kommt er nicht vorbei. Hä? Nee, an was? An denen kommst du nicht rum. Selbst wenn du ordentlich um die Verkehrsinsel fährst, hängst du dich auf, weil du keinen Platz hast. Ja, da, toll. Ja, mach dir da mal. Ich warte mal hier hin. Jetzt. Guck mal, Mario kann sogar EPs sammeln. Jetzt lachen, wenn Nick da 1A vorbeikommt. Wo wenn du da richtig ausholst, kommst du da auch locker rum.
Also ich bin auch auf meiner Spur geblieben. So weit ja, ich auch. Da nicht mal. Nee. Ja, ihr wusstet ja jetzt auch, dass da zwei LKWs stehen. Ne? Ich bin da reingefahren, ganz normal. Und dann ja, Moment, ja, aber da komme ich trotzdem auch nach rechts, wenn ich irgendwo reinfahre. Ja, deswegen. Also wenn du halt rechts reinguckst, dann siehst du es halt. Oh, diesmal gibt es sogar Kohle. Seltenheit. Ja, bei Nick nicht. Ja, doch, ich glaube, meine Ladung geht es noch relativ gut. Dafür, dass ich zweimal komplett durch die Gegend geflogen bin, hat er erstaunlich gut gehalten. Hier endet es. Was weiß man nicht genau, aber es endet. Nimm's hin. Und Mayo, hast du Enter gedrückt oder hast du 15 Punkte mitgenommen? Nö. Nee. Auf eine Entweder-Oder-Frage mit Ja oder Nein zu antworten, ist immer super. Ja, danke. Ja, ich hab doch gesagt, danke. Ich hab doch gesagt, nö. Ja, ja, es war hast aber. Hast du Enter gedrückt oder hast du die 15 Punkte mitgenommen? Ja, auf Frage nö. 1, nö. Und stellen wir uns noch irgendwo hin? Nö. Weil, also, hätte ich jetzt als Abschluss vielleicht irgendwie, weil so ich beim Rückwärtsfahren nur eine Motorfehlfunktion. Was wäre denn höchstens hier vorne die Möglichkeit? Aber da passen wir vier zu nebeneinander. So, damit ja, endet diese ETS-Session. Gut. Ja, lass doch mal Nick einparken noch. Warschau, ach, der Nick muss noch parken. Ja. Ja, Mayo ist immer sehr ungeduldig, was das angeht. Ja, kann doch nicht ahnen, dass der schon fertig ist. Die Profi-Variante. So, mal gucken. Zufriedenstellend, ja, immerhin. Ja, ist doch gut. Hast du fertig? Guck mal, das hier hinten ging ja. Hat Gerd auch fertig. Von lange. Nick hat fertig. Benny hat fertig. Ja. Nico hat auch fertig. Fertig, fertig. Dann haben wir alle fertig. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.